Knapp die Hälfte des Hamburger Stadtgebiets ist in öffentlicher Hand. Tendenz steigend, so der Landesbetrieb Immobilienmanagement bei der Vorstellung seiner Bilanz. Zu den erworbenen Immobilien gehört das ehemalige Karstadthaus sowie das Areal der Maschinenbaufirma Freudenberger, beide in Harburg. Insgesamt kaufte der Landesbetrieb Immobilienmanagement 123 Hektar auf. Das entspricht knapp der Größe des Stadtparks. Wir geben Kapitalspritzen von rund 300 Millionen Euro jährlich, um den Blick in die Lage zu versetzen, Ankäufe tätigen zu können, wichtige Stadtentwicklungsprojekte anschieben zu können. Für Karstadt in Harburg sucht die Stadt derzeit eine Zwischennutzung. Das Gebäude soll stehen bleiben.